Hallo Freunde der Spielkultur und willkommen zurück zu einem weiteren Part von SimCity. Und heute beginnen wir damit, unsere Nachbarn wieder ein bisschen auf den Keks zu gehen und da ein bisschen reinzuschauen, was da los ist. Und jetzt sind wir erstmal wieder beim Letos 65 angelangt. Da waren wir ja auch schon mal zuletzt in der City drin. Lustigerweise kann ich hier die Geschwindigkeit auch beschleunigen, wenn ich hier nur am Gucken bin. Und wir sehen, es ist wirklich mehr geworden. Letos hat richtig schön weiter aufgebaut. Hat zu wenig Klassenräume. Kann er ja hier eigentlich noch zwei dran bauen. An die Schule. Und hat natürlich sein Gebiet schön erweitert. Jetzt schon bei fast 50.000 Einwohner. Schön mit dem Busbahnhof, dass seine Leute auch pendeln können. Wir sehen, der hat auch 46.000 Besucher und Pendler von außerhalb, von wo auch immer sie kommen mögen. Denn generell schicke ich ja niemanden rüber. Was ich jetzt auch witzig finde, Letos kann in meine kaputte Stadt reingehen und sich die angucken. Wo aber das Problem ist, was ich hier so sehe, wenn ich von ihm hier rüber gucke, da wäre ja meine Stadt, da ist nichts. Und ich habe jetzt heute auch mein SimCity schon mal wieder ganz deinstalliert, um zu gucken, ob sich da irgendwas verbessert. Beziehungsweise, wenn ich das neu installiere, dann habe ich auch die ganzen Daten auf Festplatte gelöscht, also diese SimCity-User-Data und so weiter im Ordner. Aber nichts. Ich komme immer noch nicht in die Stadt rein und ich glaube, das ist auch noch ein Problem, was vielleicht irgendwann mal gepatcht wird. Die Stadt existiert irgendwo, wie auch immer. Aber nicht für mich aktuell. So, schauen wir mal. Letos hat hier Ölkraftwerk, da ist ja vollkommen okay. Hat im Moment noch, dass die Pumpstationen mitten in der Stadt stehen. Da wirst du echt irgendwann Wasserprobleme haben. Weil wo hast du dein Abwassersystem? Da hinten. Weil du musst wirklich Letos später die Pumpstation neben deinem Abwassersystem hinstellen. Ich werde auch zeigen, warum. Ja, ist vielleicht nicht in der Übersicht. Na, jedenfalls das Abwassersystem, es steht wohl noch nicht lange hier. Aber es kann auch sein, dass das auf Karten wie die hier. Also ich weiß, du hast für mich ja auch viel Wasser aufgebaut. Ist auch sehr nett gewesen. Aber es kann sein, dass das Wasser hier irgendwann aufgebraucht ist und der Boden trocken ist. Obwohl, ich weiß es nicht, wie es bei Karten ist, wo ein Fluss zum Beispiel, wie bei dir hier, durchfließt. Ob man das Grundwasser wirklich komplett abpumpen kann, langfristig. Obwohl, du hast hier ja auch schon sehr trockene Stellen. Du musst es halt einfach neben die Abwasserstation stellen, beziehungsweise die Kläranlage. Da fließt immer wieder Wasser in den Boden. Dann nimmst du für deine Pumpanlage die Filterpumpen anstatt die normalen Pumpen. Und schon ist das gegessen, dann hast du diesen Wasserkreislauf. Den habe ich aber auch schon mal im Video erklärt. So, das dazu. Alles andere schön gemacht. Du hast die Industrie hier perfekt getrennt von deinem restlichen. Zu wenig Platz für die Erhöhung. Ja, das ist aber relativ immer. Zu wenig ausgebildete Leute. Du bist doch nicht in der höchsten Technikstufe. Du hast die Universität wohl noch nicht lange hier stehen. Oh, ich dürfte ein Forschungsprojekt für dich starten. Ja, aber du. Oder? Vielleicht auch doch nicht. Ach nee, es liegt daran, die wollen. Also du kannst hier dann sehen, welche Uni du hast. Ich habe mich ja zuletzt für die Ingenieursuni entschieden, weil damit kann man halt am meisten unterbringen. Überfüllte Klassen, Upgrade. Verfügbar. Naja. Gut. Dann verlassen wir mal Letos seine Stadt. Ja, das Haus war jetzt natürlich, geh ganz raus, weil ich natürlich, na? Weil es natürlich ganz aussehen, weil ich in keiner Heimatstadt war. Also wie hier die Dantown. So, jetzt gucken wir mal, wer jetzt zuletzt auch gespielt hat. Tobias GT hat er auch wieder gespielt.
an den Pappelwald vor 50 Minuten, Fritz von der Heide vor 3 Tagen. Wir wollen natürlich auch jemanden nehmen, der jetzt aktiv war heute. Camperville war da auch seit 3 Tagen nicht mehr drin. Wo wir auch wieder beim Thema sind. Ja, es wird neue Regionen geben, wo ich gerade wieder hier gucke. Und zwar, es wird einmal eine Region geben für Leute, wo ihr euch wirklich anmelden sollt, okay, wir wollen hier einfach nur spielen, Geplänkel-like. Und es wird eine Region geben, wo es nicht nur um... Hat er alles aufgelöst? Was suchen die Leute denn hier? Was hast du getan, Tobias? Hier lebt niemand mehr. Aber ich glaube, das war die Stadt, die er nicht mehr haben wollte. Deshalb hat er alles eingerissen und die Steuern auf Maximum gemacht vielleicht oder irgendwie sowas. Und deshalb rennen jetzt einfach hier noch ein paar Leute rum. Aber er hat Einwohner 24 und 13.000 Pendler angeblich gehabt. Und die laufen jetzt hier rum. Also, das sind 26 Leute. 24. Vielleicht wollte er irgendwas ausprobieren hier, aber es ist auf jeden Fall recht witzig. Naja, dann können wir auch wieder zurückgehen. Hier gibt es nicht viel mehr zu sehen. Das ist nicht die Stadt, die sie zu sehen wollen. Also, die sie sehen wollen. Weil wir sehen, es gibt halt so ein paar Leichen hier. Da gehen wir mal beim Angulus 2K rein mit seiner Sin City. Beziehungsweise Sin City will er wohl drauf anspielen. Jetzt wollte ich schon einen Chip nebenbei essen. Aber ich esse ja nicht beim Aufnehmen. Aktualisiert Attraktivität. Ach ja, jetzt habe ich nur gesagt, dass natürlich eine Region wieder für so ein bisschen rumgebauen ist und ein bisschen Geplänkel. Die andere Region wird dann bitte nur für Leute sein, die wirklich auf das Maximum des Spiels hinaus wollen. Also wirklich optimale Stadt bauen, maximale Einwohner, alles erreichen in der Region. Und was noch wichtiger ist, mit dieser Region will ich dann... mit den Abonnenten, die sich für gute SimCity-Leute halten, die ganzen Challenges auch machen. Weil man kann sie ja schon sehen, sobald die Online-Funktion wieder gehen, 2,5 Millionen Menschen zum Beispiel in die Region reinkriegen. Das sind natürlich Sachen, da muss man sich schon teilweise absprechen vernünftig, aber ich denke, es wird schon möglich sein. Jetzt sehe ich gerade, anscheinend läuft die Stadt auch nicht mehr so ganz bei mir. Oder? Nein. Okay, dann machen wir einen Break aus Sin City, dann können wir das eben halt gerade nicht zeigen und dann sehen wir uns gleich wieder in einer normalen Stadt von mir, beziehungsweise erstmal im Hauptmenü. So, da sind wir wieder im Menü, jetzt gerade habe ich die schlimme Meldung bekommen, dass eigentlich Sin City nicht mit dem Server kommunizieren kann. Aber wir haben ja inzwischen gelernt, dass der Offline-Modus existiert, auch wenn keine Verbindung zum Server da ist. Oh, Entschuldigung, ich habe gerade noch getrunken. Jetzt können wir natürlich sehen, okay, jetzt lädt er so langsam hier so ein bisschen was ein. Serververbindung ist auf jeden Fall unglaublich schlecht gerade. Und das um fast 1 Uhr morgens nachts auf dem EU-Server. Wo ich mich echt frage, warum? Gibt es schon wieder neue Geschichten? Vor allem, weil heute habe ich noch die News gelesen, dass EA ja jetzt, beziehungsweise Max ist jetzt langsam wieder die ganzen Online-Geschichten starten wollen. Und man denkt sich nur, dann kommt sowas. Die Server sind immer noch nicht stabil. Danke, Kevin, für die Einladung. Aber ich kann zurzeit nichts annehmen. Oh, jetzt plötzlich komme ich in die Region rein. Ich habe jetzt aber richtig Angst, wenn ich in eine Stadt reingehe, dass ich die kaputt mache. Aber wir sind mal voller Risiko und Tatendrang und schauen uns mal an, ob wir in Hulululululululutown reinkommen.
Jetzt ist, sieht man da, dass hier die Übersetzungstexte teilweise zu groß sind. Bei gebildeten Sims ist das Risiko geringer, dass einen Brand verursachen oder durch Keime infiziert werden. Das bedeutet, umso schlauer ich bin, umso mehr Angst habe ich vor Keime. Und so eher weiß ich, Streichhölzer, Feuer, Feuer, brennt, Holz brennt, Stein brennt nicht, Hulululu Town brennt. Ach ja, es sieht schlecht aus. Halten Sie beim Kurvenmodus Shift gedrückt, damit die Straßen gerade gelegt werden. Dann nehme ich doch das gerade Tool. Uhu! Aber das Set Helden und Schurken ist wieder freigeschaltet. Ach, weißt du auch, warum mir das nochmal gesagt wird? Weil ich habe ja neu installiert. Na komm, wir machen mal. Erzähl mal was über Sympathie der Bürger. Gehen wir mal hier in die Leiste. Wir brauchen mehr Geld, wir sind glücklich, wir sind traurig, alles wieder zu. Ja, das wäre natürlich auf jeden Fall die beste Möglichkeit zu wissen, was die Bürger von mir wollen. Wenn es denn funktionieren würde. Jetzt sehe ich gerade, er hat meine Einstellung verändert. Versuchen wir mal gerade das Beste. Vor allem das Limit für Bildfrequenz und Fousing, das ist für mich eigentlich fast dasselbe. Beziehungsweise Fousing synchronisiert auf 30, 60, 120, glaube ich. Und okay, der hier kann ich es halt von Hand auswählen. Naja, wenden wir es mal an. Dafür gehe ich mal kurz aus dem auf der Aufnahme raus. So, jetzt haben wir wieder die standardmäßigen Sachen drin. Gameplay-Videos muss ich ja nicht verändern, weil ich habe mich schon gewundert, dass die Texturen so schlecht aussahen jetzt gerade eben. Aber es macht ja alles schon einen besseren Eindruck. Jetzt kriege ich die ganze Zeit hier die Infos wieder. Warum sollten die überlastet sein? Die haben doch hier 100%. Müllabfuhr ist überlastet. Wiederverwertungsanlage ist überlastet. Ich krieg ja auch wieder nichts verkauft. Machen wir mal so. Dann dürft ihr auch nicht mehr meckern. Mit den Endrohren. Tut er aber immer noch. Verstopfte Rohre. Jetzt ist es weg. Jetzt hat er erkannt, ich habe aber ganz schön viel noch übrig. Wenn wir hier oben immer noch 80 Milliarden Wertstoffe haben. Die ich einfach nicht verkauft kriege. Es bleibt halt einfach drin liegen und deshalb kann ich auch Wertstoffe nicht mehr. Jetzt haben sie ein bisschen Legierung verkauft auf dem Weltmarkt anscheinend. Ja, erzähl mir was über das Finanzfeld. Klick. Das sind ihre Finanzen. Ihr Berater gibt ihnen Tipps im Umgang mit aktuellem Budget. Wir machen Gewinne. danke, Berater. Warum hat der eigentlich hier so eine abgeschnittene Schulter? Ich bin heute echt auf einem Sarkasmus-Trip. Wahrscheinlich, weil der Server wieder so schlecht funktioniert hatte. Ach ja. Steuerkontrolle. Kreditabschnitt. Finanzfeld. Blub, 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 blub. Schaltfläche kann wieder geschlossen werden. So, Müllabfuhr. Alle produzieren weniger Müll. Jetzt können wir aber das machen, weshalb ich eigentlich hier bin. Und zwar Kulturgeschichten aufbauen. Weil Kultur macht alle glücklich. Müssen wir nur mal schauen. Das finde ich doof. Also,
Jetzt muss ich mal gucken. Hier muss es doch irgendwo eine Karte geben, die mir irgendwas bringt. Gebäudedichtenkarte, super. Aber so, dabei sehe ich auch nicht, was für ein Gebäude das ist. Okay, machen wir es so. Dann weiß ich halt wenigstens, das sind Wohngebiete. Berühre die Wohngebiete bitte nicht. Mit deinen, wie heißt? Sehenswürdigkeiten. Mittlere, hochklassige. Empire State Building, 500.000. Was wäre denn auch was Hochklassiges? Der schiefe Turm von Pisa. Mittlere, hochklassige Freiheitsstatue. Ach, schön wäre es, wenn wir jetzt ein Terraforming-Tool hätte und hier so eine kleine Insel und da könnte man die Freiheitsstatue draufsetzen. Opernhaus von Sydney ist natürlich auch ein Riesending. Aha. Und was macht das Ding? Es macht wahrscheinlich nur die Leute glücklich. Das wäre im Krankenhaus, das ist auch nicht so dolle. Hier haben wir auch irgendwas hingebaut mal. Achso, das ist ein Park, der blockiert den Weg so ein bisschen. So. Setzen wir den Turm hier am besten an die Seite, oder? Alles andere brauche ich. Also die ganzen Geschäfte hier innen drin. Und an der Seite weiß ich, hier kann nicht alles ausgebaut werden. Hier geht leider immer alles kaputt. Machen wir es so. Jetzt haben sich alle direkt auf einmal gefreut. Und die Stadt wächst jetzt auch schneller. Weil das ist nämlich das... der Hammer an den Gebäuden. An dem Kulturgebäude. Dadurch werden sofort alle glücklich. Und die Dichte erhöht sich sofort. Weil zwar nur eine mittlere Attraktion. Aber immerhin, es wird bestimmt Geld einbringen. Da sieht man schon 38.000 Besucher. Und ich habe inzwischen auch mehr Pendler von auswärts. So, gucken wir mal eben hier rein, wie sieht das bei Parks aus? Gehaltsstufen. Also sehr viele, die in der höheren Stufe sind. Hier brauchen die alles Geld. Die haben keine Abnehmer. Die können eh nichts verkaufen. Vor allem, wo der Witz eigentlich ist, dass sie keine Abnehmer haben. Die könnten das eigentlich hier ins Lager reinschmeißen, weil hier ist halt auch ein Handelslager für Umschlagplatz. Stattdessen freuen sich die hier hinten alle in Ast. So.
So, 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 so. Naja, plötzlich haben Busse und alles wieder weniger... brauchen kürzere Zeit. Wahrscheinlich, weil ich keine Verbindung zum Server habe. Dann läuft alles immer besser. So, hier sind ein paar Wertstoffe weg. Da ist alles voll. Wasser wird auch produziert. Was muss der Maxisman denn noch haben? Ach, der braucht einfach nur Popularitätspunkte. Ja, ich möchte wissen, wie ich eine Gebäudedichte erhöhe. Öffne das Gebietsfeld. Gebäudedichte-Karte. Die hier. Die Leisten auf den einzelnen Gebäuden verraten Ihnen, wie sehr die Anlage schon weiterentwickelt wurde. Ist ein Gebäude bereits für eine Erweiterung? Bereit für eine Erweiterung wird dies durch eine grüne Leiste angezeigt. Klicken Sie auf OK, um fortzufahren. Ach so, wenn es die Straße erlaubt, bla bla bla. Ich dachte, ich würde jetzt noch vielleicht wirklich was lernen, weil ich die ganzen Tuts nicht gemacht habe, aber anscheinend macht das alles überhaupt keinen Sinn. Das Leben macht keinen Sinn. Wir brauchen ein Krankenhaus. So ein Lali-Fali-Gelaber. Als wenn ich hier kein Krankenhaus stehen hätte. Er ist das Problem, dass ich hier die Hauptstraße stehen habe. So, mit der Zeit kommen jetzt auch mal ein paar Touristen, wo ich dann auch mal umdenken muss, und zwar in die Richtung Gewerbegebiete. Weil dann werden nämlich Hotels gebaut, die ich auch benötige. Komm. Na, wo ist es? Macht euch nichts draus. Jeder muss mal abgerissen werden. Und schon macht das Ding Gewinn. Ja, Plastiklager voll ist mir schon bewusst. Wobei ich aber auch immer noch sagen muss, warum kommen die Müllabfuhrwagen nicht von ihm und unterstützen mich dabei so gut? Alles andere habe ich rübergeschickt von der Seite, aber andersrum scheint das nicht so gut zu funktionieren. Jetzt kann man hier noch ein bisschen reingucken in die Statistik. Fahrten am heutigen Tag. Ach, Fährennutzer, Kapazität der Fährennutzer. Hm. Wenigstens die Fähre funktioniert jetzt auch. Das war ja auch ein Problem in der anderen City. Da stand dann nichts wegen der Fähre. Holen wir mal ein bisschen besser betuchte Touristen her. Und dann müssen wir mal gucken, ob wir nicht noch den Bahnhof hier setzen. Nur wo? Am besten wird es sein, hier hinten ein bisschen abzureißen. Ah, sehr gut, das reicht sogar. Dann muss ich mich an der Stelle nicht so stressen. Jetzt muss ich es halt nur schaffen, die Straße hier zu verlängern, ne? Alter.
Daran soll es jetzt scheitern. Sicher, Maxis. Boah, macht mich das fertig. Muss ich das so machen? Mehr Wohngebiete, mehr Arbeiter. Wo man sagen muss, die Dichte hier in den höchsten Gebieten, das funktioniert auch irgendwie nicht vorne und hinten nicht. Notfallzentrum kann ich hier auch mal aufbauen. Ist ja nicht verkehrt, wenn die länger überleben. Vor allem, ich höre, dass sie hier protestieren, aber es gibt nichts, worüber sie sich aufregen können. So, Touristen sind 390 fast. Warum auch immer nur das Geringe sind, aber ich mache 18.000 Profit mit dem Ding. Ja, jetzt wird gesagt, dass hier ein Chemiebrand ist. Weil ich aber nicht verstehe, warum er mich gerade nervt, weil ich habe da letztes Mal hier so ein Ding gebaut. Hier für Chemikalienbrände. Können wir natürlich gerne nochmal hauen. Raushauen. Müll ist ja eh nochmal so eine andere Geschichte. Polizei. Eine pro Tag begangenes Verbrechen. Da kann sich auch keiner mehr drüber aufregen. Jetzt sagen die, ich hatte keine Müllabfuhr. Was ist das denn für eine Lüge? Natürlich habe ich eine Müllabfuhr. Die steht doch hier. Passagiere von außerhalb. 21. Okay. Oh, ich habe kein Geld. Machen wir mal eben so. Da wir auch 300.000 wieder. Nee, stimmt gar nicht. 200.000. Entschuldigung. Vor allem, ich mache hier 26.000 Profit. Merkwürdig. Rohöl hat mich Geld gekostet. Hauptsache, davon wird nichts exportiert, weißt du, da kriege ich die Krise. Kann irgendwann mal die Müllabfuhr hier losfahren. Obwohl man sieht, es gibt keinen Müll. Gibt natürlich Bodenverschmutzung. Hauptsache, die bauen hier 80 Jahre. Ach ja, da freuen sie sich immer weiter hinten. Wiederverbindung zum Server abgeschmiert. Passagiere 2500. Wo auch immer die hinfahren dann. Weil ich glaube, die Zuglinie fährt... Doch, die fährt nach Süden. Okay.
Was ich nicht so ganz verstehe, ist, okay, jetzt die Stadt ist nicht ganz optimal von der Straßenführung aufgebaut worden. Sie ist okay. Also man kann auf jeden Fall hier an der Dichte noch einiges rausholen. Wenn die Leute noch glücklicher sind. Wann auch immer das eintreffen mag. Unser Geschäft braucht mehr Touristen. Sollen wir mal eben hier Geld generieren. Kann man übrigens immer wieder machen. So ein bisschen tricksen. Na komm. So für ein paar Stunden, wenn man mal eben Kohle braucht. Schade, dass man hier keine Prozentzahl direkt eingeben kann. Weil dann spare ich mal eben ein bisschen Kohle. Man darf es halt nur nicht zu sehr übertreiben. Weil sonst gehen ganz schön viele Gebäude drauf. Im Bau befindlich. Im Bau, im Bau. Ach, ist das schön, wenn die Sonne aufgeht. Hinterm Horizont irgendwo. Da. Mal im Screenshot gemacht für den Part. Also die Leute werden natürlich jetzt alle unglücklich, weil Steuern sind zu hoch. Traurig, traurig. So. Wird hier wieder überall gebaut. So, das wird ja erstmal reichen. Jetzt gehen wir wieder zurück. Komm, mehr runter. Dann bin ich zwar wieder im Minus eben, aber wir können mal eben schauen. Naja, hier ist natürlich eine ziemlich doofe Stelle. Da können wir eigentlich mal... Ist klar, dass die ganzen Gewerbegebiet-Dinger da dran stehen. Oder warum die Parks jetzt kaputt gehen müssen, also... Aber warum der jetzt überall hier meint, dass die Dichte zu gering ist. Naja, egal. Machen wir mal eben hier. Bam, 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 bam. Nehmen wir den raus. Die Bücherei brauchen wir auch nicht. Die Bibliothek, ich glaube, die bringt gar nicht so viel, wie man denkt. Dann nehmen wir den raus, den Skulpturgarten. Das können wir auch mal eben auseinandernehmen. Dann können wir hier das Gewerbegebiet aufbauen. So. Das erstmal dazu. Wie sieht das jetzt aus mit dem Preis des Grundstücks? Amphitheater ist vielleicht etwas überdimensioniert. Ein bisschen klein. Was ist denn besonders groß? 2400. 96 am Tag. Alles ist 96 am Tag von denen.
Na. So. Jetzt ist das alles hier Gebiet für Reiche. Warum regt der sich eigentlich so auf? Der hat doch so einen Chemiefeuerzug, sogar zwei inzwischen schon. Hier haben wir auch das Problem der Dichte. Naja, sowas passiert. Aber wir wollten ja jetzt auch eben mal wieder hier rüber, Kultur. Können wir mal das Tor bauen. Das habe ich schon wieder nicht im Kopf, wo alles war. Da haben wir Gewerbegebiet, hier haben wir Gewerbegebiet. Ah, den brauchen wir bestimmt nicht. Können wir lieber hier vielleicht das Tor hinbauen? Ja, das machen wir. Macht das jetzt die Leute glücklich? Ist immer ein hochklassiges Touristen-Anzieh-Magnet-Dingsbums. ...140.000 Besucher. Gut. Aber es war's mal für heute. Also ich habe jetzt den Part schon ein bisschen lang gezogen. Wollte ich gar nicht mehr. Haben zwei schöne, wundervolle Kulturgeschichten gebastelt. Und guck mal, was wir nächstes Mal noch so machen können. Vor allem, um mal ein bisschen mein Guthaben zu verbessern. Gut, Leute. Dann sage ich tschöle, achtet auf die Vitamine und bis zum nächsten Mal. Ciao.